Ich möchte meiner treuen Community danken und auch all die neuen Zuschauern herzlich willkommen heißen. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, sie bringen mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich sehe, wie sehr ihr in der Geschichte aufgeht. Besonders die lustigen Kommentare zaubern mir noch Wochen später ein Schmunzeln ins Gesicht. Auch für die vielen E-Mails möchte ich mich bedanken, da ich alles alleine mache, kann es manchmal etwas dauern, bis ich antworte. In dieser Folge habe ich viele neue Charaktere und Orte eingeführt. Nochmals danke an euch alle dafür, dass ihr so begeistert meine Geschichte verfolgt. Viel Spaß mit Episode 24. Nachdem die erste Aufregung abgeklungen war, wurde allen klar, die Zeugen von Henrys Sturz waren. Etwas hatte sich bei Henry zumindest körperlich verändert. Er war nicht mehr derselbe Mensch wie zuvor. Dies wurde Henry selbst nie so bewusst. Er realisierte es erst, als er in die Tiefe fiel und auf den Boden prallte. Sein Verstand flüsterte ihm in diesem Moment: Das war es für dich. Die Schmerzen ließen fast augenblicklich nach und eine wohlige Wärme durchströmte ihn. Als Talia von oben in den Schacht rief, versuchte Henry sie zu beruhigen, mit mäßigem Erfolg. Dann teleportierte sich Verena mit dem Notfallteam direkt neben ihm. Sowohl der Scanner von Verena als auch der Cyborg bemerkten sofort, dass eine Veränderung bei Henry stattgefunden hatte. Stolz stellten sie fest, dass ihr Anführer nun etwas Besonderes darstellte. Wir erinnern uns, Henry wurde einst wegen den Baronium-Minen von Alana in ihre Welt gezogen. Sie erwähnte, dass er extrem schnell aufgestiegen sei, aber nicht, was das für ihn bedeutete. Als Henry mit dem Telepathen Magnus konfrontiert war, bat er verzweifelt um Hilfe bei Alana. Henry traf dort auf die Alten. Auf Geheiß von Alana sollte Henry in die Mitte eines Altars treten. Ohne zu ahnen, dass ihn dies zum Werkzeug des Ältestenrates machen würde, trat er in den Altar ein. Nicht nur als mächtiger Telepath, wie gedacht. Nun realisierte Henry plötzlich, er war unfreiwillig über sich selbst und seine Spezies hinausgewachsen und fragte sich besorgt, welche Auswirkungen dies auf seine Beziehung zu Talia haben würde. Er hatte eine Transformation durchlaufen, wovor andere Angst hatten. Eine ungewisse Zukunft lag vor ihm. Als Talia mit ihren Schwestern in der Kammer eintraf, registrierten die Bodyguards einen Energieanstieg und leiteten sofort einen Notfalltransport ein. Stunden später kehrten Verena und Talia in die Kammer zurück und begannen mit den ersten Analysen. Es stellte sich heraus, dass nur Talia und ihre Schwestern diesen alten Alien-Computer aktivieren konnten. Weder die Cyborg noch Verena selbst konnten eine Reaktion des Computers hervorrufen. Als Henry in die Kammer teleportierte, um Gewissheit zu erlangen, reagierte der Computer ebenfalls nicht. Offensichtlich sah dieser ihn als Bedrohung an. Nur im Zusammenspiel mit Talia gab der Computer seine Geheimnisse preis. Sogar ein Tor öffnete sich auf Befehl von Talia. Doch sobald jemand anderes versuchte einzutreten, wurde das Tor geschlossen. Es stellte sich heraus, dass nur Lebewesen gemäß seiner Vorgaben Zugang hatten. Alles andere blieb draußen. Nun stellt sich also die Frage, ist es sinnvoll, dieses Tor unter diesen Umständen zu erforschen? Die Entdeckung des geheimnisvollen Alien-Computers und des verschlossenen Tors wirft viele Fragen auf. Sollten Talia und ihre Schwestern das Tor weiter erforschen, obwohl es nur ihnen Zugang gewährt? Was verbirgt sich hinter diesem Portal? Die Anwesenheit von Henry hat offensichtlich eine Veränderung ausgelöst. Ist er der Schlüssel zu den Geheimnissen dieses Computers? Es bleibt spannend, wie die Geschichte um den mysteriösen Sturz und die unerklärlichen Vorkommnisse in der Kammer weitergeht. Henry wurde während der Inspektion der neuen Drohnenschlachtschiffe mit Talia und Susa von Alana kontaktiert. Sie teilte ihm mit, dass die Xologs im Galaktischen Rat Anspruch auf Durox erhoben haben. Dies, obwohl sie seit mehreren tausend Dorsek nicht mehr auf Durox lebten. Henry müsse bis zum nächsten Sonnenzyklus seinen Widerspruch beim Galaktischen Rat einlegen. Henry, wir müssen reden. Ja, das sollten wir. Warum hast du Henry so verändert? Du denkst nur an dich, oder? Talia, Susa, lasst Alana zu Wort kommen. Mir gefällt es ebenso wenig, was aus mir wurde, aber gebt Alana zumindest Gelegenheit, sich zu äußern. Es gibt einen Galaktischen Rat. Darin gibt es 20 Flaggen. Eine der Flaggen wird von uns dem Ältestenrat von Aunara, den du schon kennst, gestellt. Des Weiteren gibt es die Flaggen von Zagras, Kanta, Sugox, Saidors, Maglo,
Entra und weitere 13, zu denen auch die Xoloks zählen. Die 7 namentlich genannten, zu denen auch ich gehöre, sind die einzigen, die nicht von den Xoloks abhängig sind und deswegen ihre freie Meinung hatten. Dies galt bis vor einem Dorsek. Vor einem Dorsek haben sich die Machtverhältnisse ungünstig für euch verschoben. Und deswegen musste Henry verändert werden. Oder wie? Henry hat doch mit eurem Machtspielchen überhaupt nichts zu tun. Talia, bitte beruhige dich. Alana, fahre bitte fort. Talia, ich verstehe deine Wut. Wenn ich mit meinem Bericht fertig bin, wirst auch du verstehen. In den letzten 20 Dorsek sind 5 Flaggen von den Xoloks unterwandert worden. Der Galaktische Rat ist inzwischen nur noch eine Marionette der Xoloks. Bis hierher betrifft es euch eigentlich nicht. Der Galaktische Rat ist normalerweise an dieser Dimension überhaupt nicht interessiert. Jedoch, die Xoloks haben auch hier in dieser Dimension überall Artefakte hinterlassen, die ihnen mitteilen, wann eine Spezies höher entwickelt ist. Eines dieser Artefakte ist hier auf Durox. Ihr müsst es unlängst gefunden haben. Denn die Xoloks erheben Anspruch auf Durox. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Warum war die Katze im Sack? Susa, das ist wieder eine menschliche Redewendung, daran wirst du dich noch gewöhnen müssen. Es ist eine Metapher für eine andere Situation. Vork Diazos und meine Wenigkeit wussten, wenn der Galaktische Rat den Xoloks das Eigentumsrecht von Durox anerkennt, seid ihr in Gefahr. Deswegen haben wir beschlossen, dich Henry mit so viel Macht auszustatten, dass du im Galaktischen Rat das Gleichgewicht wiederherstellen kannst. Muss mich der Galaktische Rat nicht vorher anhören, bevor er das Eigentum jemand zusprechen kann? Nur wenn du Kenntnis vom Galaktischen Rat hast und dort im nächsten Sonnenzyklus Widerspruch reinlegst. Dies hätte aber nur dann Gewicht, wenn dir mindestens 8 Flaggen beiseite stehen. Gibt es irgendwelche Regeln, an die man sich halten muss, wenn man Einspruch erheben möchte? Die gibt es nicht. Deine Reaktion auf die Baronium-Minen hat uns gezeigt, dass du ganz selbstverständlich den richtigen Weg nimmst. Da es jedoch unmöglich ist, 7 Flaggen an deiner Seite zu wissen, haben wir dir diese Macht gegeben. Könnt ihr sie mir auch wieder nehmen? Ich hoffe doch. Schon wieder beweist du selbst, wie richtig meine Entscheidung war. Ein verdorbenes Wesen würde diese Frage nicht einmal stellen. Nein, sie kann dir nicht wieder genommen werden. Henry, du musst in den Galaktischen Rat, sonst kriegen diese Schlangenköpfe Durox. Sie sind bereits auf dem Weg. Es ist eine Flotte von 10 Schiffen auf dem Weg nach Durox. Wann werden sie da sein? Die Flotte der Xoloks reist mit einer maximalen Geschwindigkeit von einfachen Hyperdrive. Vrock sagte, dass du sie aufhalten kannst und wirst. Ebenso wie du es mit den Tarax und Soxas getan hast. Aus welcher Richtung kommen sie? Ihr Heimatsystem befindet sich hinter Zeta 7. Bei dieser Geschwindigkeit sind sie frühestens in 15 bis 20 Dorsek hier. Warum fliegen sie so langsam? Ihre Schiffe sind dazu nicht in der Lage. Xoloks haben ein Feudalsystem. Bei ihnen ist das Aussehen und die Größe der Schiffe wichtiger als die Technik. Man darf sie jedoch nicht unterschätzen. Ihre Waffen sind ebenso stark wie die der Tarax. Wenn ich im Galaktischen Rat auftrete, auf was muss ich achten? Zeige allen Anwesenden, dass du ein Telepath bist. Lass sie deine Wut spüren, zeige ihnen, dass deine Präsenz den gesamten Galaktischen Rat erfüllt. Nehme deine Gefühle nicht zurück. Ich werde auch dort sein, dir aber nicht direkt helfen können. Wenn du deine Sache richtig gemacht hast, wird das oberste Ratsmitglied mich dies wissen lassen. Dann erst kann ich die Saat des Zweifels säen. Wie gesagt, es gibt keine Regeln für die Streitigkeiten unter den Ratsmitgliedern. Wenn du es schaffst, die Xoloks vor allem bloßzustellen, sie sogar zu erniedrigen, werden sich viele der Flaggen, die bis jetzt zu den Xoloks gehalten haben, an deine Seite stellen. Nur damit ich das richtig verstanden habe. Ihr habt keine Regeln, wie solch eine Konfrontation abläuft bzw. wie sie abzulaufen hat. Auf unserem Planeten gibt es dafür Regeln. Der Galaktische Rat garantiert jeder Flagge das Recht, sich auf ihre Weise zu verteidigen. Auf ihre Weise? Egal wie unsere Weise aussieht? So ist es. Nachdem Alana verschwunden war, rief Henry seine Leute im neuronalen Netzwerk zusammen. Dringlichkeitsstufe 1, roter Alarm. Dieses von uns gefundene Artefakt ist eigentlich eine Mine gewesen. Es dient nur einem Zweck, festzustellen, ob wir intelligent genug sind, damit man uns vertreiben kann. Mein Plan sieht folgendermaßen aus. Verena, Talia und deine Schwestern, ihr werdet mit der Quert 2 unsere Grenzen absichern. Sobald ihr fremde Schiffe ausmacht, schickt eines der neuesten Drohnenschiffe, dann entzieht ihnen die gesamte Energie. Übermittelt mir dann über das neuronale Netzwerk, was ihr gefunden habt. Die restlichen Kreuzer halten sich bereit zu einer Machtdemonstration. Ich denke, es muss ein für alle Mal klargestellt werden, dass wir dieses Verhalten nicht dulden. Mervin.
Ich brauche von dir 20 neue Drohnenschiffe. Diese Schiffe fliegen ab jetzt in der Entfernung einer galaktischen Einheit Patrouille. Sie haben dann sofort Meldung zu machen, wenn sich etwas bewegt. Ab jetzt gilt bis zu meiner Rückkehr maximaler taktischer Alarm. Als Henry die Dimension nach Aunara öffnete, verbreitete er ganz bewusst Panik. Seine Ankunft sollte allen im Gedächtnis bleiben. Sie haben den Sektor von Duroks ohne Erlaubnis betreten. Gemäß den Gesetzen von Duroks sind Ihre Schiffe havariert. Havarierte Schiffe gehören dem Finder. Herr, unsere Flotte wurde angegriffen. Wir haben keine Energie mehr. Nachdem Henry den Galaktischen Rat betreten hatte, wurde er offen belächelt. Die ganzen Delegierten des Galaktischen Rates wussten jedoch nicht, dass Henry sie schon manipulierte. Ich rufe den Beklagten in den Galaktischen Rat. Seht nur, wie er angekrochen kommt. Was für ein lächerliches Menschlein. Hoher Galaktischer Rat, ich bin neu hier, deswegen möchte ich etwas richtigstellen. Ich nehme an, Sie haben Regeln, wie ein Disput zwischen zwei Mächten ablaufen muss. Es gibt keine Regeln, wie ein Disput zu handhaben ist. Ich danke Ihnen, Hoher Galaktischer Rat. Das vereinfacht natürlich mein Anliegen ungemein. Dieser kleine Wicht kennt nicht einmal unsere Gebräuche. Er erlaubt sich aber, meinen Planeten in Anspruch zu nehmen. Admiral, wir haben diese Flotte gefunden. Ihr derzeitiger Zustand ist bewegungsunfähig. Vertreter der Xologs, wissen Sie, warum wir nach Regeln fragen? Ich nehme an, Sie wissen es nicht. Meine Spezies führt untereinander Kriege seit über 1000 Dorsek. In diesen Kriegen sind Millionen gestorben. Es wären noch mehr, hätten wir keine Regeln. Dass Sie auf keine Regeln bestehen, entbindet mich dann von allem. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Flotte auf, jetzt sofort. Ich kann Ihnen sagen, warum Sie keinen Kontakt mehr bekommen. Eines meiner kleinen Schiffe hat sich Ihre gesamte Flotte vorgenommen. Nennen Sie mir eine Zahl von 1 bis 10. Es sind doch 10 Schiffe. Diese Schiffe werden dann von meinem kleinen lächerlichen Schiff vernichtet. Lassen Sie uns doch sehen, was passiert. Es macht keinen Sinn, nur prahlend im Raum zu stehen. Diese Lektion müssen Sie jetzt lernen. Ich nenne Ihnen ein paar Zahlen 3, 9, 7. Und schon ist Ihre Flotte 3 Schiffe kleiner. Dieses Spiel kann ich den ganzen Tag treiben. Leider haben Sie nicht genügend Schiffe. Havarierte Schiffe gehören dem Finder. Ich denke, ich rufe meine ganzen Schiffe zusammen und lasse Ihre havarierten Schiffe ausschlachten. Dir werde ich... Wo ist Ihr großspuriges Getue? Aber lassen Sie mich eines klarstellen. Galaktischer Rat, wenn diese mit Blattgold, angeleckte Spezies, das Beste ist, was Sie zu bieten haben. Sollten Sie Ihre Einschätzung von Brutalität noch einmal neu bewerten? Was ich Ihnen jetzt sage, ist nicht verhandelbar. Es ist eine Tatsache, die geschehen wird, sobald der Fall eintritt. Nehmen Sie Duroks als Mittelpunkt. Eine galaktische Einheit um diesen Planeten gehört mir. Havarierte Schiffe gehören dem Finder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. In seiner Gegenwart bekommt man Angst. Wir sollten ihn uns nicht zum Feind machen. Alana hatte die Saat des Zweifelns auf nahrhaftem Boden gesät. Henry hatte seine ganze Wut in den Galaktischen Rat strömen lassen, als er die Halle verließ. Insgeheim hoffte er, dies nicht wiederholen zu müssen.
Als Henry vom Galaktischen Rat nach Durox zurückkehrte, wurde er sofort von Verena informiert, dass sie den gesamten Schwarm in den Sektor von Durox zurückgerufen hatte. Die Besatzung der aufgebrachten Xolux-Schiffe war an Bord des Drohnenkreuzer genommen worden. Die Schiffe wurden noch an Ort und Stelle vollkommen recycelt. Die Aufzeichnung vom Aufbringen der Schiffe bis zum Recyceln der Schiffe wurde an die Heimat Welt der Xolux gesandt. Verena war sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hatte Kommunikationsbojen auslegen lassen, die ebenfalls diese Aufzeichnung an näher kommende Schiffe aussendete. Den gefangengenommenen Xolux war eines deutlich bewusst geworden. Der Schwarm war ihnen deutlich überlegen. Umso verwunderter waren sie dann, als sie die Wahl hatten, frei auf Durox zu leben oder in ihre Heimat zurückzukehren. Der Großteil von ihnen war weiterhin ihren Herren treu ergeben. Sie verließen Durox. Wir sind die Entra. Wir haben euch das erste Mal im Galaktischen Rat gesehen. Wir bitten euch um Asyl.